Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars, was machen wir macht. Wir sind immer noch auf Jakku, auf der Suche nach Goldenstein und ich dachte, ich hole es erstmal den, der außen liegt, weil das ist einfach nur ein Rennen anscheinend und ja, ich bin sowieso gerade im Außenpostenlager gespawnt, weil ich das Spiel halt kurz am Aus hatte und jetzt sind wir wieder im Spiel und dann dachte ich, wenn ich dann sowieso hier nicht mehr an der Altposition bin, dann kann ich einfach das machen. Aber es gab schon lang das Rennen, muss ich sagen, also vergleichsweise. Also, wir müssen auf jeden Fall ein gutes Stück fahren hier. Nicht so wie das eine, wo wir einfach nur 2 Meter fahren müssen und war es vorbei. Aber jetzt haben wir es auch geschafft, hier vorne. Hast du noch das Dörfchen schon? Ich glaube, da können wir sogar abkürzen. Einfach ins Dorf fahren, ne? Ich glaube ja. Probieren wir es mal aus. Oder wir machen erstmal hier Sachen. Ich glaube, hier sind wir jetzt an dem Ort, wo wir gerade auch schon waren. Hallo, Constable Suvio. Oder Suvio, keine Ahnung, wer du bist. Gut, ein wichtiger Charakter auf jeden Fall. Genau, ich glaube, hier haben wir sogar aufgehört, ne? Naja, wir haben hier vorne aufgehört, aber fast. Das bin ich mir irgendwie anders gedreht, glaube ich. Was möchtest du haben, Freund? Möchtest du auch zum Nima Sportfest? Nee, ich nicht. Der Abschnitt wird gestiftet von Das Nima Sportfest muss man einfach lieben. Nichts kann es unterbrechen, auch keine T-Jäger. Ich halte das Rennen-Droiden-Angriff ab. Dabei wirst nicht du von Droiden angegriffen, sondern sie greifen die Bestzeit an. Kennst du einen Droiden, der mitmachen will? Dort ist die Startlinie. Ja. I guess. Muss ich hier mit BB-8 Sachen machen? Wirkt erstmal so, würde ich sagen. Also die Frage, ob ich da das machen, also ob ich das genau machen muss. Wahrscheinlich ist das hier einfach ein BB-8-Rennen, ne? Ne, aber das ist ein extra Rennen oder was? Moment, habe ich das jetzt abgebrochen? Ich darf wahrscheinlich nicht wegfahren, ne? Ich dachte, ich kann einfach den ganzen Quatsch hier skippen. Okay, ich muss tatsächlich alles machen. Außer den Slalom, da kann ich einfach vorbeifahren. Auch gut. Okay, machen wir es diesmal richtig. Achso, hier, so ein Slalom hier. Haben wir ja Zeit. Soll ich sagen? Lief erfolgreich. Ich glaube, der kann gar nicht mitmachen, weil der kann gar nicht springen. Der blöde Protokollrede in weiß. Uhu. Hey, sieht aus, als hätte sich gerade jemand qualifiziert. Das ist dein Preis. Netterweise zur Verfügung gestellt von Anker Platt, dem ehrlichsten Schrotthändler Niemals. Unter uns gesagt ist das eher ein Armutszeugnis für die anderen als echtes Lob für Anker. Das stimmt. So. Dann brauchen wir jemanden, der die Macht hat. Weil ich es mal testen hier. Wo haben wir denn? Luke. Da ist Luke. Ich werde es mal fahren lassen und gucken, was passiert. Wow, nichts. Ich habe nichts erwartet und trotzdem enttäuscht. Kann ich dich kaufen? Nein, das ist eine Mission für mich. Schade. Nehmen wir noch ein Rennen. Das ist einfach ein Rennen für Personen. Das ist wahrscheinlich für Fahrzeuge, ne? Dann mache ich jetzt mal das hier. Hat das wieder Übersetzung, ne? Habe ich natürlich keinen ausgewählt. Nehmen wir dich hier. Hugens. Ach, schon Hugens haben wir schon. Ob ich das mit Hugens auch hätte auslösen können? Dann können wir seine Sprache ersinnt. Hama, Jili, Trusu, Sugudu, Kafana. Hurumu, Karama. Isidi? Wenn ich übersetzen dürfte, die Dame möchte mit unserer Hilfe ihre X-Flügler-Pilotenuniform komplettieren. Okay. Sie scheint ein großer Fan des Widerstands zu sein. Das sind sie. Sie meint, es gäbe zwar in der Nähe ein Schiffswrack, doch für sie sei die Mission zu gefährlich. Ob wir für sie hingehen, natürlich. Sie wissen, ich wäre dafür. Wir müssen schließlich unsere Fans bei Laune halten. Dann machen wir das doch. Oh Gott. Na, wir brauchen wahrscheinlich wieder jemanden, der suchen kann. Für sowas. Ja, okay. Also zum Glück ist hier alles anscheinend. Komisch, dass eine komplette Piloten-Uniform bei dem Ding ist. Ich jetzt nicht erwartet, dass ich daran sterbe. Aber das fühlt mir schon mal gut, dass ich hier nicht so weit muss. Majada!
Aliensprache. Zufrieden. Gut, danke. Übersetzen, Mission abgeschlossen. Goldener Stein. Du möchtest zum Sportfest? Nein, du hast keinen Haken. Du hast keinen Haken. Hast du einen Haken? Ne, hast du einen Haken? Ne. Du hast einen Haken. Los Santeca. Und jetzt brauchen wir Luke wieder. Wir machen das hier auf. Und der nächste kann man nicht scheinen. 23 von 35. Was möchtest du? Hab ich mir gedacht. Du siehst aus wie jemand, der gerne rennt und springt und überhaupt gerne Sport macht. Oder wie jemand, der jemanden kennt, der das gern macht. Ich hab's immer gehasst. Okay. Das Rennen findet da statt. Wärm dich auf, damit du dich nicht verletzt. Okay. Noch so ein Rennen. Wir haben schon viele Rennen hier unterwegs. Ich hoffe mal, Luke kann das auch, weil er ein Jedi ist, aber ich denke mal, ja. Okay, komisch, dass das wieder an der gleichen Stelle ist, quasi. Okay, er kann das nicht. Ray kann das aber. Cool. Ich konnte nicht springen, ich habe A gedrückt. Spiel das hier auch? Nö, A drücken ist nicht. So, jetzt aber. Nicht springen, weil das gefällt dem Spiel nicht, wenn ich das mache. Und hierhin. Geschafft. Wir haben fast 4 Milliarden schon. Den kennen wir doch irgendwoher. Also klar, es sind einfach irgendwelche Standard-Skins, aber ich meine, der... Was wollte der denn? Ich glaube, irgendwas im Dorf hatte eine Quest für uns. Du bist ja eine echte Sportskanone. Ich wäre ja neidisch, aber ich bin eher der Denker. Ich glaube, ich sollte dir jetzt einen Preis überreichen. Ja, das wäre nett. Danke. Allgemein abgeschlossen. Ich tippe auf, dass ich jetzt wieder brauche. So, hier lang. Sind wir schon im Außenposten unterwegs. Okay, ich darf das auch nicht immer mal wieder spammen, nur kurz. Das macht mein Bus auch leer. Bisschen schade, aber naja. Ist der goldene Stein unser Ziel, also der goldene Punkt unser Ziel, oder wie ist das hier gemeint? Gut, dass ich einfach drüber fliegen kann. Sehr cool sowas. Okay, jetzt sind wir hier. Rennen beendet. Und wir haben 157. Goldene Steine schon. Ich würde sagen, dann machen wir hier mal weiter. Danke, Spiel. Ich glaube, hier habe ich mir... Also hier wäre ich auch schon hochgekommen, theoretisch. Praktisch nur leider nicht. Und einen goldenen Stein bekommen. 158 schon. Warte mal, was haben wir denn hier noch? Wir haben hier eine Mission und Charaktere zum Kaufen. Da haben wir Carbonit. Und hier haben wir noch Goldenstein. Das heißt, wir gehen erstmal in die Richtung. Mal, dich kann ich erstmal kaufen, oder? Du siehst aus wie Quigold. Nee, du siehst aus wie... Nee, ach nee, du bist Ankerpla... Ah, okay. Stimmt. Ich habe mal aufgeschrieben, was wir alles für Achievements machen müssen. Gibt es auch noch so ein paar? Ankers Gauner. Hier schon mal? Kommt mir so unbekannt vor. Oh, ich wollte ja einfach nur kaufen gerade. Upsi. Tito? Achso, das ist ein Tito. Nicht der Tito. Da
können wir leicht Schuhe nehmen, um sie wegzuspringen. Wäre wirklich cool, wenn man einfach B drücken könnte und dann schmeißt eine Granate. Nicht, dass ich B gedrückt halten muss. Nächster Gönnerstein, 159. Luke. Was ist das jetzt hier? 160. Dann holen wir uns mal ein Gefährt. Holen wir uns mal die Slave One als Microfighter. Hier ist noch was, genau. Haben wir gerade jemanden ausgerüstet, der das kann? Ich glaube nicht. Das heißt, wir nehmen Boba Fett. Warum wir da zwei sind? Muss ich nicht verstehen. So, was möchtest du, werter Freund? Tarish Juden oder sowas. Ich meine, das hier kann Ray machen? Ah ne, da, ne, Ray hat keinen Haken. Wo ist eigentlich Finn? Da ist Finn. Und 162. Was haben wir noch? Nur die Mission, perfekt. Gehörst du zum Widerstand? Einfach weitergehen. Nee. Du gehörst doch nicht zum Widerstand. Naja, grundsätzlich schon. Hoffentlich hast du das Fliegen nicht verlernt. Dieses Kampfgeschwader der ersten Ordnung macht unsere Patrouille fast unmöglich. Würde das verschwinden, wäre es viel einfacher, Jakus Sicherheit aufrechtzuerhalten. Also, wie wär's mit ein bisschen Fliegen? Ja, klar. Immer weggeportet werden zum Fliegen, super. Nichts Schöneres. Ach, wieder Sternzerstörer, okay. Bei dem waren wir schon mal. Okay, die sollen wir zerstören, verstehe ich. So, 10 Stück noch. Ich wollte schon wieder die wegsprengen mit B, aber ging mal wieder nicht. Warum auch? So, 2 Stück noch. Da ist einer und da ist der nächste. Und jetzt kommen nochmal welche. Habe ich glaube, Spezialeinheiten, oder? Das ist ein bisschen dunkler. Ich meine, sie können auch die gleichen sein. Das ging bisher ganz schön schnell, muss ich sagen. Ja, die sind weiter weg, als ich erwartet habe. Ich dachte, sie sind viel näher dran. Ich habe doch gerade 3 abgeschossen. Und ich habe nur einen bekommen, oder was? Oder ist der eine nur angeschossen worden? Also, habe ich den einen nur angeschossen, der ist gar nicht kaputt gegangen. Das kann sich auch sein. Okay, ich glaube, den habe ich eigentlich auch bekommen. Ach, kann sein, dass ich es normal noch angeschossen habe. Okay, das war schon. Easy. Also wie viele Planeten haben wir dann noch vor uns? Da kamen wir fertig. Jakku haben wir quasi fertig. Ich glaube, wir haben dann noch Takodana und nur noch Starkiller. Ich glaube, das sind die einzigen. Die Irawana haben wir ja schon. Also, das heißt, warum sag ich mal die Irawana? Den Millennium Falcon haben wir schon. Das Level heißt Irawana. Den haben wir schon lange fertig. Viel einfacher schützen. Und was noch wichtiger ist, wir können Essen von anderen Planeten bestellen. Von dem komischen abgepackten grünen Fleisch habe ich Durchfall bekommen. Warte, ich habe noch was für dich. Danke. Ja, dann haben wir noch 2 Planeten vor uns. Takodana, glaube ich, nicht so krass. Ich glaube, Takodana war relativ klein. Aber. Ja, Starkiller kann noch relativ groß sein.
Ich würde sagen, machen wir die Mission gleich erstmal. Das ist so schnell, das Ding. Du warst das, hey, ne? Hey, möchtest du einen echten Pottrenner-Probe fahren? Klar. Ich baue schon seit einer Weile Pottrenner aus Schrott und jetzt habe ich, glaube ich, mein Meisterstück gebaut. Pass auf! Du solltest es dir gerade ansehen. Naja, egal. Könntest du mir einen Gefallen tun und meinen Renner über diesen Kurs jagen, während ich die Zeit stoppe? Dann hast du was gut. Okay. Gut, dass ich ihn zusammenbauen muss. Darf ich was entfrieren? Okay. Steuerung. Ich gebe übrigens keinen Boost, also es ist wirklich einfach nur gerade ziemlich träge zu steuern. Am Anfang habe ich Boost gegeben, danach dann nicht mehr. Okay, man hat hier richtig viel Zeit für. Du bist ein bisschen Wegobjekt hier. Na, Sandcrawler. Also ein bisschen mehr umgucken oder schnell gucken wäre auch nice. Kamera. So, meine Güte. Ich würde sagen, kann man machen. Ist nicht so gut zu fahren. Ich wusste, dass er schnell genug ist. Ich werde das Design an Voltec verkaufen. Die gibt's doch noch, oder? Ich kann das Geld schon riechen. Oder ist das etwa der brennende Motor? Allgemein Mission abgeschlossen. So, da darf jemand enttauen mit dem Flammenwerfer, denke ich mal. Erstickte Schreie. Ne, Flammentruppler war ich hier, ne? Genau, das war der hier. So, erstmal kaufe ich dann dich hier. Okay, erstmal schön verbrennen. So, Teilpilot. Und. Ja, gib mal gleich her, welche gleich Edgar hieß haben. Obwohl, wir können einfach Ray nehmen, oder? Ray kann das ja auch. Ray kann gefühlt so das meiste. Einer dieser Schrottpicker hat meinen Kühlmittelregler geklaut, als ich gerade richtig aufgedreht habe. Hat mich auf Eis gelegt. Das stimmt. Deswegen würde ich gerne um deine Hilfe bitten. Was sagst du? Klar. Danke. Diese Kiste wird sich nicht von der Stelle bewegen, bis ich den Regulator wieder habe. Viel Glück bei der Suche. Danke. Transportschiff des Widerstands. Oder wir steigen einfach nicht ein. Das geht natürlich auch. Stimmt, die sammle ich auch mittlerweile ein. Schön, dass du wieder da bist. Okay, das ist nicht so weit weg, wie ich zuerst dachte. Ich find's cool, dass Boba Fett einfach eigene, so eine eigene Animation hat. Weil die anderen haben ja einfach, also Edgar hieß hat ja einfach, dass er Bomben schmeißt. Also einfach die normalen Thermaldetonatoren. Und dass Boba Fett seine, Handgelenksraketen hat, ist halt cool. Ach, das letzte, ich wollte gerade schon sagen. Ja, wir sind ja direkt zurück, perfekt. Schau dir nur an, das Teil ist völlig zerlegt. Die Reparatur wird Ewigkeiten dauern. Nun ja, danke dir. Hier, du magst doch Schrott. Danke. Goldener Stein erhalten. Das heißt, wir haben hier jetzt soweit alles gemacht, haben alles gekauft. Das heißt, wir haben ja noch 1, 2, 3, 4 Missionen und ein Rennen. Mal gucken, wie viel wir noch schaffen in dem Part. Vielleicht platzieren wir machen aber alles. Da hätte ich Jakku fertig. Jakku? Weiß ich gar nicht. So, nächste Schritt. Noch nicht alles. Du! Ja, du! Du siehst aus, als hättest du ein bisschen Zeit und wolltest gern einem völlig Fremden helfen. Klar. Also mein Droide wurde von der Ersten Ordnung während unseres Streits etwas auseinandergenommen und ich habe noch nicht alles für die Reparatur. In der Nähe der Treibsandfelder sollte es jedoch genügend Ersatzteile geben. Verstehst du, was ich meine? Wenn nicht, ich möchte, dass du sie für mich holst. Du weißt schon, wegen der Gefahr für Leib und Leben. Ah, klar, gerne. So, dann... Nicht Charakter, sondern das hier nehme ich mal das Kampfschiff der Republik. Da waren wir doch gerade erst. Okay, nicht ganz. Schön, dass du wieder da bist. Der Planet ist um einiges sicherer. Muss ich das hier mit BB-8 machen? Also... Ja, das hier schon, aber allgemein soll ich das mit BB-8 machen?
Achso, ich muss doch schon gedrückt, das war schon richtig. Ah, ich muss einfach nur nach oben drücken. Gut. Warum soll ich so anders machen? Okay, ich glaube, wir machen das dann im nächsten Part dann erst weiter. Beziehungsweise, ja, doch, die andere Mission. Ja, ich glaube, mehr brauche ich nicht, um ihn zu reparieren. Ich sollte dir etwas zur Belohnung geben. Mache ich aber nicht. Ach, sei es drum. Bitteschön. Danke. Aber wir haben jetzt ja noch irgendwie mehrere Missionen. Wir haben ja noch ein, zwei normale, eine Republik und ein Rennen. Ja, machen wir beim nächsten Mal weiter. Dann würde ich sagen, ich hoffe, sag ich mal, du bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.